Männer, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freds Revier, heute auf dem Programm. Der Klaus muss einen Twingo abholen in Krefeld. Zwei Sitze müssen wir wegbringen für den Smart. Da war gestern jemand hier, der hat die in seinen Smart nicht reingekriegt. Ich habe gesagt, komm, wir bringen dir die. Einen älteren Herrn, ganz nett. Und normalerweise machen wir das nicht, aber komm. Heute scheiß Wetter, der Klaus ein bisschen Zeit, dann macht er das. Ja, und dann müssen wir schauen, was heute noch passiert. Was machst du, Klaus? Da sind auch noch Tüten. Ja, da. Sind da keine? Da war gestern ein Kunde hier mit einem Smart. Der konnte nicht so gut laufen und wollte zwei Smart-Sitze haben, aber in einem Smart kriegst du nicht noch mal zwei Sitze rein. Habe ich gesagt, wir bringen den die, weil er hat noch zwei oder drei Sätze Reifen da. Dann kann der Klaus die direkt mitbringen. Das ist jetzt nicht weit, das ist hier in Rheinhausen. Das ist jetzt 10, 15 Minuten ist der Klaus da. Da haben wir den jungen Mann einen Gefallen getan. Das ist Service, Service 1A. Tüte in Tüte, da hat der Klaus nicht gemerkt, dass die Tüte ein bisschen schwerer ist. Smart-Sitze ausliefern und im Gegenzug noch einige Felgensitze mitnehmen. Der Mann ist auch schon älteren Semesters, da braucht er sie nicht transportieren und so wäscht eine Hand wieder die andere. Er kam zum Schrottplatz, der Mann, mit seinem Smart und wollte dort zwei Sitze kaufen, die er dann auch mitnehmen wollte. Und die passten natürlich im Smart nicht rein. Und dann sind Ali und er so verblieben, dass wir ihm die Garage leer machen. Da stehen noch einige Sitze fest und wir liefern ihm die Sitze. Da kann er sie irgendwo einbauen lassen. Wir sind ja keine Werkstatt. Und so wäscht irgendwie wieder eine Hand die andere. Tja Leute, Mensch, guck mal, was ich mir wieder Neues reingebaut habe. Ist Pflicht geworden, Transponder. Der sendet dann, wenn ich auf der Autobahn oder auf manche Landstraßen fahre, den Impuls. Das wird berechnet, ist ein Gesetz geworden. Und wehe dem, man fährt ohne. Das kostet richtig. Das können wir nicht gebrauchen. Ich habe das heute Morgen eingebaut, es funktioniert. Und ich verstehe auch, wollen wir uns mal überraschen lassen. Naja, überraschen lassen brauchen wir uns nicht. Es funktioniert ja. So, was ein abgefahrener Trecker. Boah, was ist denn das für ein Modell? Vielleicht wisst ihr das. Schreibt mal in die Kommentare. Angekommen. Ich werde mal fragen, ob wir filmen dürfen. Dann sage ich mal, bis gleich. Autoverwertung, Bauskontakt. Was hast du denn für ein Baujahr? 95. Nee, so viel Ford haben wir hier nicht. Nein, ich meine nicht. Also, du meinst Auto. Ja. Das ist ein Baujahr 2007. Nee, habe ich keine Teile für da. Keine Teile dafür, okay. Nee, dann, ja. Okay. Ciao. Puh, da wird heute wieder ein anstrengender Tag. Ja, der immer heute rufen Leute an. Da frage ich den, was für ein Baujahr das Auto hat, da sagt er mir sein Baujahr, wann er geboren ist. Autoverwertung, Baus, guten Tag. Ja, hallo, schon guten Tag. Kurze Frage bitte. Verkauft ihr ein Autoersatzteil bei euch? Ja, so ein bisschen verkaufen, ja.
Finde ich vielleicht bei euch einen Scheinwerfer für Toran 2007? Toran 2007, Scheinwerfer habe ich keine mehr da, nein. Ja, alles klar, bis dann. Okay, ciao. Ciao, ciao. Autoverwertung, Bauskontakt. Hallo? Weg. Charlie! Wie läuft es bei euch? Ja. Links? Wir kämpfen uns durch hier. Aber mir läuft gar nichts mehr. Ich habe auch kaum noch Autos. Aber ich habe jetzt in diesem Jahr, ich habe bis April, hatte ich 3 Autos verkauft. Hi, grüß dich. Und dann wurde ganz, ganz traurig. Ne? Ja. Die Leute haben alle kein Geld mehr. Ne? Also ich denke, demnächst alle auf der Fahrräder. Die machen ja schon die Fahrradwege breiter. Ne? Ja, ja. Wenn die uns so weitermachen, dann wird es ganz, ganz, ganz bitter werden. Ich denke auch. Es wird immer schlimmer. Aber dir geht es sonst ganz gut. Ja. Jetzt ganz kurze Frage. Wie lange braucht dein Mechaniker, um so einen Kotflügel abzubauen? 10 Minuten? Ja, bei dem hat er jetzt fast über 1,5 Stunden gebraucht, weil alle Schrauben verrostet sind. Ach so. Also das ist schon ein Problem, denn ich will da Dinger zum Lackierer bringen. Ja. Da will ich ja ungefähr wissen, was er mir abnimmt. Ne? Also hier waren alle Schrauben, waren. Du hast die losgedreht, die haben sich, die haben sich mitgedreht. Dann das ist ein altes Ding. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie alt deiner war, aber meiner so von 99. Ja, ne? Denke ich mal auch so. Ist auch so ähnlich. Ne? Ja. So. Okay, dann gehe ich jetzt nebenan und frage den mal, ob der was machen kann. Ne? Mach das, alles klar. Alles Gute. Okay, ciao, Charlie. Danke, ne? Danke. Tschüss, schönen gut, Tag. Ne? Ciao. Der Charlie ist ein geiler Typ. Das ist ein ganz, ganz alter Freund von Fred und ist noch von meinem Kumpel der Bruder. Und der Charlie, das ist der Army Charlie, den kennt doch jeder hier in Duisburg. Ja, dann kommt er uns ab und zu mal besuchen. Jetzt braucht er für so einen Stratus einen Kotflügel. Ich hatte zufällig so einen Stratus hier. Der war heute Morgen da, hat mir gesagt, ob ich den ausbauen kann. Jetzt haben wir den ausgebaut. War schwierig zwar mit den ganzen Schrauben, die fest waren. Aber jetzt ist er ja glücklich. Ja, Leute, wir dürfen filmen. Ich soll rückwärts reinfahren. Willkommen. Guten Tag zusammen. Ja. Ich grüße Sie. Hat hier alles geklappt? Ja, wunderbar. Ja. Ich wollte meine Räder tauschen. Ja. Gegen 2 Sitze vom Smart. Haben wir geschafft. Ja, genau. Dann packen wir die Räder mal drauf. Ja. Oder gucken wir weiter. Ja. Ich mache alles alleine. Jawohl. Keine Sorgen. Die Reifen, die sind, die tausche ich jetzt gegen diese. Ich habe den Sitz da in meinem Smart bei euch verschrottet und der hatte schöne Ledersitze. Die wollte ich dann jetzt wieder gerne haben. Gerne wieder haben. Die habe ich angesagt, weil ich gesehen habe, dass ihr die anbietet, da zu Felgen. Da habe ich gesagt, dann kann man das ja auch gerade da machen. Ich werde sie los und die anderen freuen sich vielleicht drüber. Ja. Ja. Eine Hand wäscht die andere. Ja, genau. Erste Streich. So, da sind noch die anderen, auch auf dem Rollwagen. Das ist ja sogar Metallwagen. Das ist Feuerwerk. Auch so einer? Ja. Thank you.
wenn Sie mir einen Gefallen tun, die Sitze zu der Werkstatt zu fahren. Ja. Ja. Kein danke. Thema. Danke. Da steht mein Smart und der geht morgen dahin und dann soll der morgen da eingebaut werden. Ja, das kriegen wir hin. Ich fahre die dahin. Wo stehen die denn? Das ist ganz in der Nähe wahrscheinlich. Ja, das ist hier die Straße ganz durch. Ja. Und wo es dann nachher auf die Krefelder Straße geht. Ja. Die neue Krefelder Straße. Ja. Die dann runter. Und unten muss man dann so rechts rumfahren und auf dieser Straße Richtung Rumeln. Ja. Und da ist unterwegs, kommt erst so eine riesen Halle und dann sind zwei Autowerkstätten. Und ist, glaube ich, die erste. Deswegen sage ich ja, das weiß ich so ganz genau. Das kenne ich mich aus. Das werde ich finden. Ich bin ja ein Hauser. Ja, vielen Dank dann. Wir haben keinen Nachteil dadurch. Ja. Ihr auch nicht. Du hast jedem geholfen. Danke. Bis dann. Ja klar, helfen wir dem Mann. Also, was soll ich denn sonst machen? Hier abladen, wieder abhauen? Nee. Das geht ruckzuck. Ich glaube, wir brauchen noch nicht mal 10 Minuten. Und wie schnell ist nichts getan? So geht's nicht. Autoverwertung, Baus, guten Tag. Anfrage, ich war suche für den Chrysler Stratus Cabrio JX mit einer 31 PS M-Schalldämpfer. Ja, muss ich mal drunter gucken, ob da noch einer ist, ja? Jo. 20 Minuten nochmal anrufen. Wann, 20 Minuten? Ja, Chrysler, danke. Ciao. Da verkaufe ich ein Jahr nichts von so einem scheiß Stratus und an einem Tag wollen zwei Leute irgendwas von dem haben. Kurzflügel habe ich schon verkauft, jetzt will er eine Auspuffanlage. Ich gehe mal gucken, ob da noch einer drunter ist. Danke dir. Was ist das denn? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich was bestellt habe. Ach guck mal, das ist ein Poster, glaube ich. Was hattest du? Hör mal, ich muss Pipi auf Klo. Oh Scheiße, habe ich das kaputt gemacht? Wir haben was geschenkt bekommen, ne? Das soll ich euch zeigen. Ist dir ja wieder nichts aufgefallen, wo du hier reinkamst? Ja, ne? Doch, ich habe schon was gesehen. Ach so, das ist für meinen Sohn, das habe ich bestellt. Das wollte der in sein Zimmer, ja, genau. Cool, ne? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich bestellt habe, aber nicht. Habt ihr Geschenk bekommen? Ja. Weißt du noch, wo wir so eine riesen Kiste gekriegt haben mit Tüchern und so hier? Ja. So Putztücher und alles. Hat der mir einen riesen Karton, drei Kartons fertig gemacht. Da war der Ständer drin. Die Rolle, zwei Rollen war da drin. Und guck mal, was der mir noch geschickt hat. Guck mal. Das ist ja echt so eine nette Geste. Klopapier, Tücher, Zewa. Aber Zewa darf man ja nicht sagen. Was sagt man da? Küchenrolle. Ja, machen wir Werbung für die Falschen. Aber echt sehr nett. Vielen Dank dafür. Ein Jahr Arsch abwischen umsonst. Ein Jahr nicht. Aber zwei. Komm, geh dir die mal, sonst machst du in die Hose. Ja. Die Tür zu machen, weil sonst sieht's. Ja, jetzt muss ich mich hier auch noch hinlegen. Scheiße. Ich muss mir einen Sklaventreiber hier hinholen, der das macht. So, gucken wir mal. Ja, der Auspuff ist noch drunter. So ein Riesenauto, Cabrio, so ein Scheißauto, würde ich selber nie fahren, aber es gibt Leute, die finden sowas schön. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, was ihr davon hält. Oder haltet, hält.
Tja, Mensch, das konnte man ja offensichtlich sehen. Der Mann ist eingeschränkt. Den lassen wir nicht hängen. Ja? So, hier bringen wir jetzt die Sitze hin. Bis gleich. Hier war ich doch schon mal. Ich weiß, wo das ist. Grüß dich, Olli. Grüß dich, alles klar? Gut, ja. Grüß dich. Alles gut, mein Lieber. Ich habe dir die Sitze mitgebracht. Ja. Da war mit dem Herrn Hollobeck so abgesprochen. Ja, okay. Ja, dann laden wir die mal ab. Ja, kein Thema. Sauber gemacht und dann verbauen wir die. Super, so, alles klar. Ich danke dir vielmals. Hat mich gefreut. Ich habe gute Fonds schaffen, gute Geschäfte. Ja, euch auch. Wa? Bleibt uns erhalten. Sowieso. Ciao. 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 Tja, Leute, seht ihr, der Ruhrpott ist nicht so groß. Ich habe mir schon gedacht, ich kenne mich doch hier aus, ob ich ihn nicht doch kenne. Und so war das wieder. Ist immer so. Eine Hand wäscht die andere. Bis gleich. Autoverwertung Baus, guten Tag. Schönen guten Tag. Wir bräuchten zwei Türen, also Tür vorn links und hinten links für einen Seat Leon 5F. Nee, habe ich leider nicht da. Kein 5F. Leider nicht, ne. Alles klar, okay. Ja, trotzdem Dankeschön. Okay, ciao. Ciao. Autoverwertung Baus, guten Tag. Ja, Marc hier, moin. Morgen. Ich habe eine Frage. Habt ihr Interesse an BMW E46? Baujahr 2001? Ja, klar. Der steht aber in Melle, das ist bei Osnabrück. Nee. Das ist zu weit weg wahrscheinlich, ne? Ja, das ist zu weit weg. Das geht leider nicht. Schade. Ja, schade. Hätte man hier einen schönen Dreh machen können. Ja, aber ist leider zu weit weg. Ja, schade. Hätte ich den Bock drauf gehabt. Ja, trotzdem danke also, für den Anruf. Danke. Bitte? Wie weit fahrt ihr raus? Wie viele Kilometer? Ja, kommt auch immer auf das Auto an. Aber wenn das jetzt was Neueres wäre, würde ich auch bis nach Osnabrück fahren. Aber jetzt für ein E46, das lohnt sich leider nicht. Alles gut, okay. Trotzdem noch einen schönen Tag. Danke, ciao. Autoverwertung, Baus, guten Tag. Mahlzeit hier wegen dem Corsa-Motor. Habe ich noch einen Motor, habe ich da. Z10 XEP war das, ne? Was sagst du? Ich sag, jetzt guck ich noch mal kurz in die Papiere danach. Du hast mir gesagt, C10 XEP. Genau. Ja, den habe ich da. Was kostet der? Den kannst du haben für 450 Euro. 450? Ja. Ja, ist der schon ausgebaut oder muss der? Nee, den muss ich ausbauen. Wenn du sagst, du willst den haben, dann sag mir Bescheid, dann lass ich den ausbauen. Ja, meld dich. Okay. Ciao. Ab und zu müssen wir auch sagen, dass wir was da haben, ne? Sonst können wir hier Licht ausmachen. Auch wenn es nicht stimmt, ne? Nee, das geht nicht. Hallo, guten Tag. Guten Tag. So finde ich deine von Iveco Daily, weißt du? Leider gar nicht, ne? Einige Kupplung sind hier schon. Nee, hab ich nicht. Okay, okay, ciao. Autoverwertung, Baus, guten Tag. Ja, ich bin's auch mal wegen dem Corsa-Motor. Ja. Pass auf, Ali, ich guck mir jetzt gleich erstmal ein Auto an. Ja. Ob ich den kaufe. Wenn ich den nicht kaufen sollte, weil der verbeult oder zu schrottig ist, sage ich dir nochmal wegen dem Motor Bescheid. Ist kein Problem, rufst mich einfach an. Alles klar, ich lasse dir weiter, Ali. Ja, danke, ciao. Ciao. Ach, guck mal, der Klaus ist da. Was sind da nur zwei Sätze? Ich dachte, das sind drei. Hat er gelogen? Der Mann, der hat gesagt zwei oder drei, der wusste das jetzt auch nicht genau, aber ist ja auch nicht schlimm. Mahlzeit. So, Ali. Klausi, hast du schöne Sätze mitgebracht? Alles sicher über die Bühne gegangen. Der Mann war ganz nett. Ja, deswegen haben wir das ja gemacht, finde ich. Lass die Leute machen. Ach, ich soll dir was geben, genau. Moment, es klemmt. Die Papiere von einem Smart.
Ja. Ungültig. Können wir natürlich nicht viel mit anfangen. Den haben wir ja schon mal aufgeschrieben, weil... Eben. Lass den Mann trotzdem mal danke, wenn du den nächsten Mal siehst. Ja. Aber damit können wir nichts anfangen. Soll er... ja. Wo packen wir die? Einfach... Ist er Alus? Einsatz Alu, Einsatz Stahl. Ja. Ich gucke mir die jetzt an. Stahl für Mercedes, Alu für BMW. Bist du noch heute in der Lage, ein Auto zu holen? Ich darf dich ja nicht so... Fiezen. Haben die geschrieben in die Kommentare? Ich muss jetzt noch Ärger kriegen. Klingeln, Kommentare schreiben, ratata, alles bewegen. Wir brauchen Schuhe. Oder sollen wir schon mal Feierabend machen um voll halb drei? Nee, nee. Kriegen wir hin ein Auto? Ach sicher, mit einer Arschbacke. Siehst du? Ich stress den Klaus nicht und ich stritz den auch nicht. Der macht das gerne, der Klaus, oder? Ja. Solange es geht. Wir schaffen das schon. Autoverwertung, Bauskontakt. Ich suche für Hyundai i30, Baujahr 2011, nicht LTS-Modell, Fußablage. Was war das für ein Hyundai i30? Ja, i30, Baujahr 2011. Habe ich, nee, Hutablage habe ich leider keine drin. Nee, Hutablage keine? Nee. Also, danke schön. Okay, ciao. Hallo? Wer nicht will, der hat schon. Kurz vor Feierabend holen wir doch noch ein Auto ab in Krefeld. Mal gucken, was uns da erwartet. Wieder eine Wundertüte. Schauen wir mal. Nix wie weg hier. Adi, noch ein paar Fragen beantworten. Können wir gerne machen. Was hast du denn? Na, ein paar Leute gefragt. Ja. Bei Insta. Ja. Bei Insta. Bei Insta. Okay. Soll ich wohl mal was vorlesen? Mach das. Gerade ist ruhig. Dann passt das. Hast du mal Fußball gespielt? Wenn ja, welche Position? Ja, ich habe schon mal Fußball gespielt. Ich habe, lass mich mal rechnen, 28 Jahre habe ich Fußball gespielt. Welcher Verein? Ach, verschieden. Ich habe bei Hesen angefangen, dann bei VfB Homberg, dann bei GSV Moers, Merfeld. Das war schon ein paar Vereine. Welche Position? Mandeka, Libero und Sechser. Verschiedene Positionen. Zwischendurch muss man ans Telefon rangehen. Autoverwertung, Bauskontakt. Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage. Haben Sie Ersatzteile für BMW 1er? 1er? Außenspiegel zum Beispiel. 1er haben wir da. Haben Sie da auch in Schwarz? In Schwarz, ja. Ja. Wie ist die Adresse von Ihnen? Wie kann ich Sie denn erreichen? Autoverwertung Bauhaus eingeben, dann kommt die Adresse. Ja, ja. Alles klar. Okay. Okay, vielen Dank. Bis wann haben Sie geöffnet? Bis 17 Uhr. Alles klar, okay, danke. Danke, bis gleich dann. Tschüss. Ja, nächste Frage. Benni fragt, wo machst du gerne Urlaub? Am liebsten mache ich Urlaub in Süditalien, da wo der Fred auch immer Urlaub gemacht hat. Saftwelt fragt, wie viel? Wie viel Urlaub? Nee, einfach nur wie viel. Wie viel was? Weiß ich nicht. Wie heißt der? Saftwelt. Saftwelt, was meinst du denn mit wie viel? Geld oder Liebe? Ach, Geld ist nicht alles. Liebe. Hättest du Lust, ein Fantreffen zu veranstalten? Ja, da wollten wir ja sowieso machen. Machen wir das Fantreffen mit der 50. Jubiläum von Fred. Machen wir hier eine riesen Party. Und dann sehen wir uns alle. Autoverwertung, Bauskontag. Guten Tag, hallo. Hallo. Ich habe eine Frage. Ich suche mein Auto Ersatzteile. Haben Sie einen Chevrolet Carlos da? Carlos, was brauchen Sie denn davon? Türverkleidung und Elektronik. Ja, rufen Sie eine halbe Stunde nochmal an, dann gucken wir nach, ja? Ja, okay, mache ich. Danke. Okay, ciao. Ali, ich habe einen Polo 86C mit TÜV zu verkaufen für kleines Geld. Such dir noch Auto zum Verlosen. Wenn er schön ist und du denkst,
dass der noch fährt ohne Probleme und wir können jemanden damit glücklich machen, warum nicht? Was veränderst du als erstes auf dem Hof? Bleibt der Name bestehen? Natürlich, der Name bleibt. Wäre ja doof, wenn ich den wechseln würde. Das erste machen wir die Front von der Halle, die Trapezfläche. Die haben wir schon bestellt. Wenn die kommen, werden die dran gemacht und dann sieht das schon mal von vorne schön aus. Welche Sprachen kannst du sprechen? Ich spreche ein bisschen Deutsch, Arabisch, Englisch. Ja, mehr kann ich nicht. Bist du Italienisch? Italienisch würde ich klarkommen mit ein paar Wörtern, ein paar Sätze, ja, aber ich würde das jetzt nicht sagen, dass ich mich da unterhalten kann. Also ganz viele schreiben, keine Frage, aber dass sie sich freuen, dass man weitermacht und einfach mal Danke sagen, dass du uns weiter Videos schenkst, sagt der André. Hier schreibt noch jemand, keine Frage, einfach nur macht weiter so. Schreiben viele. Ja, eigentlich ist das selbstverständlich, dass wir weitermachen. Ich glaube, der Fred, der hätte sich geärgert, wenn wir von heute auf morgen gesagt hätten, wir machen nichts mehr. Deshalb ist das eigentlich schon eine Pflicht gewesen, dass wir hier weitermachen. Natürlich für den Fred und für euch. Und ich hoffe, ich kann euch genauso bespaßen wie der Fred. Und das geht lange weiter mit uns. Autoverwertung baut guten Tag. Hallo? Wahnsinn. Ist nur der gleiche hier. Naja, aber ich schätze mal in 4 Minuten, 5 Minuten sind wir hier durch. Ankunft in 12 Minuten. Bei dem Dreckswetter. Boah, alles grau in grau. Wollen wir sehen, was wir da abfischen. Tja, für die Leute, die nicht aus dem Ruhrgebiet sind, Krefeld, Duisburg liegt ziemlich nah beieinander. Krefeld linksrheinisch, Duisburg rechtsrheinisch überwiegend. Und ja, manchmal braucht man nur 10 Minuten, dann ist man in Krefeld. Aber mitunter auch 20 Minuten oder eine halbe Stunde im Feierabendverkehr bei Baustellen. Das kennt ihr ja selber. Es sind überall Baustellen. Wenn die heute hier weg ist, ist die übermorgen da vorne irgendwo. Natur. Nee, ich stehe jeden Morgen auf und mache mir eine Dauerwelle. Natürlich Natur. Vermisst du das Ali Ali vom Onkel Fredimann? Auf jeden Fall. Also eine Zeit lang konnte ich das nicht mehr hören. Aber jetzt, wo ich es lange nicht mehr gehört habe, das sind ja mittlerweile fast 3 Monate, ich vermisse es richtig, ja. Wie ist es, ein eigener Chef zu sein? Komisch. Das ist echt komisch. Muss mich ein bisschen dran gewöhnen, aber das wird schon. Muss man echt, das ist eine Gewöhnungssache. 20 Jahre Angestellter, hast für jemanden gearbeitet und dann noch dein Schwiegervater war, klar habe ich es gut gehabt bei dem. Aber jetzt selbstständig, so alles, was du machst in eigener Verantwortung, das ist schon, muss man sich dran gewöhnen erstmal. Was wurde aus dem roten E36 Cabrio aus letzter Folge? Ja, der E36 Cabrio, für die Leute, die das noch nicht gesehen haben hier, könnt ihr einmal gucken. Der hat mir ein E36 angeboten, Cabrio, für 2 Mille oder 2,5 Mille. Und ich bin mit dem verblieben, dass ich mir das Auto dann angucke vernünftig. In gutem Zustand ist, würde ich das Auto nehmen. Und bis jetzt hat er sich noch nicht bei mir gemeldet. Der soll sich jetzt melden. Und ich würde das Auto kaufen. Darian fragt, Meinung zu Opel? Ich will ja nicht die ganzen Opel-Fans hier beleidigen, aber ich halte gar nichts von Opel. Was soll ich denn sagen? Ja, Opel ist scheiße. Kevin fragt, gab es schon mal eine schlimme Verletzung auf dem Schrottplatz? Auf dem Schrottplatz, seitdem ich hier arbeite, nicht, aber ich kenne vom Fred eine Geschichte, dass ein Mitarbeiter hier, der hat den im Lager geschickt, der sollte da irgendwie in Getriebe gucken und der ist gar nicht mehr zurückgekommen. Und hat der Fred sich gewundert, wo bleibt der denn? Warum sagt er mir jetzt nicht, ob da Getriebe da ist oder nicht? Und hat gerufen, hat nicht reagiert. Dann ist der Fred da gucken gegangen und da lag der da auf dem Boden. Ist ein Getriebe denn auf den Kopf gefallen? Ehrlich jetzt, das ist wahr. Ja, Krankenwagen, Krankenhaus. Haben sie den ganzen Kopf hier aufgemacht. Haben die den genäht.
Hat er 2 Monate Krankenschein gehabt und dann kann er wieder arbeiten. Ja, echt jetzt. Ja, hier passiert schon viel bei uns vor der Tür. Das ist einer, ein Rollerfahrer, der ist hier die Straße direkt von, der kam von da hinten, der, unser LKW stand ganz normal. Und dann ist er von da hinten einfach geradeaus, das wird ja, das ist ja zweispurig und dann wird das ja zu einspurig. Und der ist einfach geradeaus in unser LKW reingefahren. Katastrophe, aber so richtig geflogen, ne? Der war, Beine waren kaputt, Arme waren kaputt. Dann hat sich rausgestellt, der war besoffen. Haben die Alkoholtest mit dem gemacht, war der voll besoffen. Der sagt, der hat den LKW gar nicht gesehen. Der stand, der hat gedacht, der fährt. Autoverwertung Baus, guten Tag. Guten Tag, Anusch, wie geht's? Mahlzeit. Alles gut? Alles gut. Immer wenn du anrufst, sind wir bei YouTube am Drehen, wa? Ja, das ist doch super immer. Muss ich mal vorbeikommen, wenn die am Drehen sind. Ja, kannst du ja machen. Ey, ich hab eine Frage an dich. Ja. Ich hab eine Kundin hier, die fährt ein Astra H, so ein Coupé. Ja. Die hat einen Frontschaden, Stoßstange, Motorhaube, Scheinwerfer, Kotflügel rechts. Hab ich alles da. Hab ich von GTC da. Perfekt, ist auch ein GTC. Ja, hab ich alles da. Soll die mal vorbeikommen? Deiner? In Grau. Was musst du für alles haben? Kann auch sein, dass ich die Frontmaske, ich hab nichts zerlegt. Ich hab einfach nur gesagt... Ist da ein Benziner? Ja, ist ein Benziner bei mir. Ja, meine auch. 1,8er, ne? Ich weiß das nicht. Ja, yeah. Ist alles gleich. Also, hat die Xenon-Scheinwerfer oder normal? Nee, normale Halogen. Stoßstange, 2 Scheinwerfer, Maske, Kotflügel auch? Kotflügel, ja. Eventuell auch die Beifahrertüre, die hat bei mir auch so ein leichtes. Haube auch? Haube auch, ja. Also ohne Tür 500, mit Tür 600. Okay, und du hast gesagt, grau hast du? Ja. Okay, ich schick dir die Farbe gleich mal. Guck mal nur so grob mit dem Auge. Und alle, wenn die sagt, nein, die will nichts mehr investieren, würdest du den kaufen? Dann will ich den kaufen. Was würdest du dafür zahlen, damit ich deinen Preis sage? 150 Euro. Okay, Habibi, ich klär das ab. Weil du verkaufst nur Frontteile davon. Und wenn die einen Frontschaden hat, weißt du, kannst du nichts vom verkaufen. Ja, stimmt, hast du recht. So habe ich das gar nicht betrachtet. Ja. Okay, Habibi, ich klär das ab. Okay, meld dich. Ich sag dir Bescheid. Ich schick dir ein Foto. Guck mal, bist du nur auf ungefähr gleiche Farbe. Weil ja. Das ist natürlich dann Jackpot. Ja, okay. Okay, Habibi, ciao. So, weiter geht's. Was war dein teuerster Ankauf? Hier auf dem Schrottplatz? Mhm. Ich glaube, mein teuerster Ankauf war hier ein Auto für 3 Mille. Irgendwie sowas, ja. Was war das? Ein Mercedes. Ein 204. Mit einem leichten Schaden. Das ist schon ein paar Jahre her. Was war vorher? Erst bei Fred gearbeitet oder zuerst Freds Schwiegervater gewesen? Freds Schwiegervater, Schwiegersohn. Nee, Schwiegervater. Ja, dann hat er sich verschrieben, aber ist ja auch nicht schlimm. Also ich war erst mit der Tochter zusammen und dann habe ich hier gearbeitet und dann habe ich sie geheiratet. Für die Leute, die das jetzt ganz genau wissen wollen. Bereitet ihr euch auf die E-Mobilität eigentlich in Sachen Verwertung vor? Nein, will ich nichts mit zu tun haben. Bin ich strikt dagegen. Ich will kein E-Auto fahren, ich will keine E-Autos sehen und ich will auch keine E-Autos verwerten. Das ist ja auch nicht die Zukunft, das wird sowieso irgendwann mal kippen. Schön 6,3 Liter fahren, Benziner, volle Pulle Gas geben, einen Diesel von 1980 fahren, schön die Umwelt verpesten. Ja, das war's für heute mit der Frage-Antwort-Spiel. Ich hoffe, ich konnte euch damit bedienen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die hier in den Kommentaren. Und wir versuchen die zu beantworten. Und folgt uns bei Insta, TikTok, YouTube. Nicht vergessen, Klingel betätigen, abonnieren. Schön, damit wir hier weitermachen können. Sonst geht das Licht aus. Den Spruch kennt er von Fred. Und tja. Der Kunde hat gesagt, irgendwo soll hier eine Skaterhalle sein. Kannst du auch Skateboard fahren, Klaus? Ich bin früher auch Skateboard gefahren. Ich habe sogar noch eins. Kannst du einen Kickflip? Nein. Ich habe damit später nur noch meine Lautsprecherboxen transportiert.
Ich bin am Auto jetzt sozusagen. Hör mal, ich hab da nichts gefunden. Ich sehe hier Mac Café, McDonalds. Da ist so ein großes. Nein, das sehe ich hier von Weitem. Ich bin zwei Ampeln links gefahren, wie du gesagt hast. Da ja, sind dann hättest du stehen bleiben müssen. Direkt hinter der zweiten Ampel links. Pass auf, das ist, du bist ja jetzt wahrscheinlich immer noch auf der Ritterstraße, gehe ich von aus. Ne? Also die hier, die heißt... Ja, was ist das hier? Moment, wie heißt die denn hier? Da sehe ich dich doch. Hallo, hier, Kuckuck. So, dann kommt mal rechts zu mir. Ach, da sehe ich dich, jo. Das Lenkrad macht Faxen, ne? Deswegen, der knackt alles, also da kommst du schwierig raus. Und ich das nicht machen kann. Ich guck jetzt nochmal, ob es auch wirklich alles hat. Ich habe jetzt ein halbes Jahr Probleme. Der Schlüssel, ich hatte nur den einen. Der kam aus Österreich, den habe ich damals geschenkt gekriegt vom Chef. So, und der hat eine Wegfahrsperre drin. Ja. Und irgendwann hat die elektronisch nicht mehr. Und dann war ich immer am Drücken. Dann habe ich hier anderthalb Monate bei Renault versucht, an einen neuen Schlüssel zu kommen. Hat nicht funktioniert. So, dann habe ich mir überlegt, wie kriegst du die Wegfahrsperre weg? Dann habe ich das Steuergerät in den Osten geschickt und die haben mir das gemacht. So, dann ging dann alles wieder. Aber der hatte hier, musste noch das Radlager gemacht werden, die ABS-Sensoren und ja, irgendwie, das habe ich alles gemacht. Ja, und dann habe ich letztens meine Tochter wegbringen wollen, vom Papa-Wochenende. Und dann parke ich aus und hat das Lenkrad nur noch so richtig krass geknackt. So, und ja, und unten drunter, wo ich den TÜV machen wollte, sagt mir, da ist ein bisschen Rost drunter. Wenn man jetzt, der hat halt nur 150 auf der Uhr, wenn man jetzt mal 600-700 Euro reinsteckt, fährt der wieder. Na, okay. Ein paar Ersatzteile hat er auch noch. Muss man halt wissen, ob man den nochmal herlegt. Autoverwertung, Bauskontakt. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Ob Sie Teile für einen Smart 450 da haben? Smart 450, was brauchen Sie denn? Ich brauche einmal den Kotflügel rechts hinten und einmal die Stoßstange. Auch hinten? Auch hinten, ja. Hinten ist leider komplett weg. Mitte und die äußeren Kotflügel sind weg. Also die Stoßstange ist kaputt, also da ist ja Plastik und das Plastik ist halt kaputt. Ja, ja, weiß ich, weiß, was das ist, aber das haben wir leider schon verkauft. Ah, schade. Ist keine mehr dran. Okay, danke. Okay, ciao. Tschüss. So, bei dem Wetter ist ein bisschen ruhiger heute, aber ich habe ein paar neue Zugänge, die werde ich euch jetzt zeigen. Da habe ich ja immer ganz viel Spaß dran, wenn ich neue Autos bekomme. Da ist auch was Schönes bei. Telefon geht vor. Autoverwertung, Baus, guten Tag. Eckenzimmer, wenig Gehorsam. Ja. Wann würdest du den Motor ausgebaut haben? Ja, für dich sofort. Sofort? Ja, wenn du sagst, du brauchst den heute, dann lass ich ihn gleich ausbauen. Ja, wie gesagt, lass uns doch mal einmal kurz kontrollieren. Ich hab dir ja gesagt, Z10XEP, ne? Ja. Genau. 450. Das Doofe ist, ich weiß nicht, wie ich den jetzt momentan wegkriege. Das ist ja Doofe bei mir. Weil der Kollege wartet noch auf einen Anruf wegen der Garage und hast nicht gesehen, das ist das Ding. Ja, du musst mir nur sagen, ob du den willst und wann du den willst. Alles andere musst du ja klären mit dem Auto. Da habe ich ja nichts mit zu tun, mein Freund. Ja, pass auf. Den Motor nehme ich. Ja. Den nehme ich definitiv. Den kannst du ausbauen lassen, den nehme ich. Ich würde mich gleich nochmal melden, wann ich ungefähr den Motor holen kann. Vielleicht kann ich auch gucken, dass ich den irgendwie... Du bist bis 17 Uhr immer da, ne? Ja. Alles klar, dann gucke ich mal, dass ich den sehr wahrscheinlich vielleicht morgen oder übermorgen abholen kann bei dir. Weil ja. bis Samstag bräuchte ich den. Weil Samstag wird er dann quasi eingebaut. Aber du kommst sicher, ja? Nicht, dass ich ihn umsonst ausbaue, oder? Ali, ich bin ein Fan von euch. Ja. Ich komme. Alles klar, dann lass ich ihn schon mal ausbauen. Du bist der Einzige, der diesen Motor noch hat für mich. Okay, ich lasse den ausbauen, ja? Dann sehen wir uns morgen, übermorgen, heute, ist egal. Alles klar. Ich,
Wir telefonieren nochmal. Okay, danke dir. Alles, danke dir, hau rein. Ciao. Hört sich vertrauenswürdig an. Das können wir machen. Komm. So. Und wenn nicht? Und wenn nicht, habe ich den hier liegen, kurz den nächsten. Ist auch egal. Jetzt ist jetzt auch nicht so ein Riesenverlust. So, Neuzugänge. Hier haben wir einen wunderschönen Audi A6 aus 2008. 3 Liter Diesel, Automatik, Navi, Parksensoren. Einzigste, was der hat, ist, der hat 350.000 gelaufen. Funktioniert einwandfrei alles. Automatik schaltet auch gut. Ist ein S-Line. Könnt ihr euch mal angucken. Guck mal, wie schön der noch ist hier. Lederausstattung. Automatik, Navi, hat zwar 350 runter jetzt, ist jetzt für so einen Motor jetzt auch nicht viel. Wenn einer sagt, der braucht ein Auto, ein Kombi, ein bisschen Familie, ein bisschen fahren, kann man sowas eigentlich kaufen. Schönes Auto. Wenn jemand Interesse hat, meldet euch gerne. Was haben wir denn noch? Wir haben noch einen schönen Seat gekriegt. Einen schönen Seat in eine wunderschöne Farbe. Wenn wir den anfangen zu schlachten, können wir wunderschöne Schlüsselanhänger draus machen. Oh jo. Eine geile Farbe. Das ist eine geile Farbe. Das ist ein Zufall, da zwei Seats nebeneinander stehen. Da haben wir einmal den kleinsten Seat, den es gibt, und den größten Seat, den es gibt. Wahrscheinlich. Ja. Seat Alhambra und ein Seat Arosa. So, dann haben wir hier noch einen Polo 9N bekommen. Ich glaube, das ist schwarz. 1,2er 12er Motor, ist auch sehr begehrt, gehen auch oft kaputt. Was haben wir denn hier noch? Einen schönen Vectra C, aber glaube ich, den hatten wir schon mal. Ja, das war's. Ja. Viel habe ich nicht bekommen diese Woche, also Leute, immer mehr und mehr anrufen und mir bitte Autos anbieten. Dankeschön und tschüss. Hardcore, ne? Ja. Mann, oh. Hat mir gute Dienste geleistet. Dankeschön, ciao. Erfolgreich. Verhaftet. Wenn auch beim Sauwetter. Egal, oh. Was ist eigentlich mit dem Auto, was wir verlosen wollen? Ja, ich weiß. Wir stehen jetzt langsam unter Zeitdruck. Ja, wir haben uns selber Stress gemacht. Aber bis jetzt habe ich nichts Vernünftiges reingekriegt. Ah, ja. Das Auto, was wir verlosen, muss auch, ich muss das in gutem Gewissen abgeben können. Kein Bock, dass die da stehen bleiben mit Motorschaden oder Getriebeschaden oder Kupplungsschaden. Also da muss ich schon sicher sein, dass es geht. Und die uns noch nicht abonniert haben, machen, sonst verpasst ihr was. Autoverwertung Bausguten Tag. Ja, guten Tag. Und zwar habe ich eine Frage. Habt ihr für einen Ford Mondeo MK3 diese Motorabdeckung? Nein, habe ich nicht da. Habe ich nur Benziner da. Okay, danke. Bitte, tschüss. Ciao. Autoverwertung, Baus, guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, meine Frage, haben Sie für Opel Astra so Strahlen auf linke Seite, Fahrerseite? Astra H Scheinwerfer brauchen Sie? Ja, Scheinwerfer. Mit Steuergerät und Stellenmotor. Also haben Sie Xenon? Bitte? Haben Sie Xenon-Scheinwerfer? Ja, richtig. Habe ich keine Xenon, nur normale. Haben Sie keine? Nee. Dankeschön. Bitte. Bitte bringt mir Autos mit Xenon, dann kann ich die auch verkaufen.
Leute, Leute. Und eine Suppe auf der Straße. Grau in Grau. Ist schon dunkel. Die Zeitumstellung, da bin ich nicht mit einverstanden. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Nicht mit mir. Nee. Aber wir sind heile angekommen. Jetzt können wir den Feierabend angehen lassen. Ist der Feierabend da? Haus Schumacher Romeka. Und tschüss. Ja Leute, das war's für heute. Der Klaus einen schönen Twingo mitgebracht. Ihr könnt ja hier unten in den Kommentaren einmal reinschreiben, was ihr von Twingo haltet. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Klingel nicht vergessen, Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.